Ja, sta. Herzlich willkommen an diesem 10. September nach dem 5. Spieltag. Es hieß VfB 1921 Krieschow gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Beide Trainer haben jetzt Platz genommen. Zu meiner Linken der Gästetrainer Stefan Fröhlich, zu meiner Rechten, wie Sie es gewohnt sind, unser Cheftrainer Tobi Lemke. Endergebnis 2:0 für uns durch die Tore von Colin Raak und Eddie Hebler. Ja, und natürlich, wie Sie es auch gewohnt sind, der Gästetrainer hat das erste Wort. Herr Fröhlich, wie haben Sie die 90 Minuten gesehen und erlebt? Ja, hallo erstmal in die Runde. Glückwunsch auch an Krieschow. Ich denke, letztendlich auch verdient gewesen. Wir haben gewusst, dass wir gegen eine abgezockte Truppe spielen. Ja, das sind sie schon seit Jahren. Krieschow hat gespielt mit ganz paar Spielern, die schon mal höher gespielt haben. Ja, haben dann auch eine individuelle Klasse, was dann immer schwer wird. Da musst du auf den falschen Fuß erwischen, um dort vielleicht die auch mal zu besiegen. Ja, wir haben versucht, von Anfang an auch ein bisschen höher anzulaufen. Ja, ist uns eigentlich ganz gut gelungen am Anfang. Dadurch entstehen natürlich aber dann auch zwangsläufig Räume, die dann eben, wie gesagt, die technisch gut lasierten Spieler von Krieschow auch ausgenutzt haben und kamen dann so nach und nach auch ins Spiel und hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, auch gerade wenn ich an den Freistoß von Andi Händler denke, da hat man ein bisschen Glück. Dann kommt es eben zum 1-0, was ein bisschen schade war, dass es eben ein Fangschuss war. Wir haben es nicht geschafft, das Zentrum dicht zu kriegen vor der Abwehr und war natürlich ein sehr gut getroffener Schuss platziert. Ja, ich habe mir gewünscht, dass wir mit 0-0 in die Halbzeit gehen, weil ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir schon auf Augenhöhe, denke ich, mitgespielt. Ja, und in der zweiten Halbzeit ging dann das Spiel natürlich an Krieschow, hatten ein paar Kopfballchancen, wo sie eigentlich das 2-0 schon machen müssen. Ja, haben sie nicht. Wir hatten dann auch noch unsere Möglichkeit. Ja, und wenn man irgendwie eine Mannschaft wie Krieschow unter Druck bringen will, musst du halt solche Dinger dann machen, auch wenn es bloß eine oder zwei Chancen sind. Ja, haben wir nicht. Und letztendlich tun wir uns nicht beschweren, dass wir hier mit seine nach Hause fahren. Ja, wir müssen halt jetzt trotzdem sehen, dass wir Kopf hochnehmen und unsere Punkte holen. Ja, die Luft wird jetzt ein bisschen dünner bei uns. Aber ich denke trotzdem, ich bin guter Dinge, dass wir die nächsten Spiele dann bisschen positiver gestalten können. Dankeschön. Danke für die Worte, Herr Fröhlich. Verdienter Sieg, Toni. Trotzdem war der Puls irgendwie 90 Minuten lang oben, weil man trotz vieler Chancen irgendwie lange nur in Anführungszeichen 1-0 geführt hat. Gib uns eine Einschätzung. Wie hast du es erlebt, die 90 Minuten? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche von meinen Trainerkollegen. Hat sie überschaut, ne? Aber ich glaube, gerade jetzt besser? Jetzt ist es besser. Okay. Ja, vielen Dank für den Trainer für die Glückwünsche. Wir sind natürlich gerne entgegen. Ja, war ein tolles Spiel und es war ein sehr, sehr intensives Spiel. War viel Druck drin, viel Laufbereitschaft, viele Zweikämpfe. Schiedsrichter hat auch sehr viel laufen lassen, hat eine Weile gebraucht, bis wir und auch der Gegner sich darauf eingestellt haben. Klingt schon wieder komisch, ne? Soll ich tanzen? Ja, gerne. Mal schauen, ob es hier besser klingt. Ja, deutlich besser. War ein sehr intensives Spiel, war viel Wucht drin, viel Laufbereitschaft, viel Zweikämpfe. Der Schiedsrichter hat auch richtig viel laufen lassen. Haben eine Weile gebraucht, bis wir und auch der Gegner uns darauf eingestellt haben. Aber dadurch war es dann für die Zuschauer ein tolles Spiel, weil er halt kaum gepfiffen wurde. Dazu war es auch ein sehr, 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 sehr faires Spiel. Also wenn wir es gepfiffen wurde, dann waren es eigentlich nur klare Fouls. Wir haben die letzten Spiele alle gewonnen, wir haben recht gut gespielt und wir hatten gehofft, auch die Trainingswoche war sehr, sehr intensiv, war richtig gut. Wir hatten gehofft, dass wir den Schwung mitnehmen können und das konnte man. War ein tolles Spiel, das Einzige, was halt gefehlt hat, waren halt die Tore. Wir hätten ruhig noch ein paar Tore mehr machen können, gerade im letzten Drittel. Etwas sauberer ausspielen, aber im Grunde und Ganzen mit den Jungs absolut zufrieden. Wir haben gerade die beiden Sechser haben unheimlich viel gemacht, sind viel gelaufen, viele Zweikämpfe, das 1-0, Paolo. War ein Konter, er treibt ihn durchs Zentrum, wird festgehalten, er läuft aber weiter, spielt ihn dann auf Colin Raak und gerade für Colin freut es mich sehr, dass er jetzt das Tor macht, weil er hat immer einen sehr großen Aufwand betrieben und umso schön, dass es das erste Tor macht. Und dann natürlich macht er Andy Hebler das 2-0, macht er richtig, richtig gut, geht am Tor vorbei, legt ihn rein. Also ja, tolles Spiel.
gut anzuschauen. Ich denke, es war richtig gut für die Zuschauer. Ich hoffe, so geht's weiter. Vielen Dank. Danke, Toni. Das Mikrofon, das teilen wir uns sehr gerne, Punkte eher ungern. Deswegen freuen wir uns über den 2:90. Ich schaue in die Runde, gibt es Fragen? Falls das nicht der Fall ist, dann sage ich natürlich auch nochmal Danke an den FC Oberlausitz, neuer Gast auf euch. Auf jeden Fall gute Einfahrt, alles Gute für die Saison. Wir sehen uns ja dann nochmal in Neugersdorf wieder zum Rückspiel. An dieser Stelle dann alles Gute bis dahin. Wir sagen nochmal gemeinsam Danke an 272 Zuschauer. Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel-Marathon vor uns, kann man schon fast sagen. Das nächste Mal spielen wir hier im wunderschönen Kriecher Sportpark. Und zwar am Samstag, dem 22. Oktober, dann zu Gast Westerhausen. Die haben wir so jetzt auch noch nicht kennengelernt. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns bis dahin wohlgesonnen, gesund und glücklich. Vielen Dank.